Ich hab alles versucht. Ich hab gesagt, der liebe Gott hat uns erlaubt. Mit allen Schmähs habe ich gearbeitet, aber nein. Aber wir haben schon so Betting gemacht und herumgeküsst. Ich habe schon gemerkt. Also ja. Das passt. Also, weil das wäre jetzt Katze im Sack rauchen. Ja, aber das hat alles gepasst, weil ich habe ja ein Einfühlungsvermögen und ich habe das sofort gemerkt. Beim Küssen halt. Ja, das passt. Ja. Du, und wie lebst du jetzt in also mein der lebt in Amerika, aber der möchte kein, also er lebt so in die Hotels. Wir treffen uns immer in die Hotels und dann gehe ich wieder zurück nach Österreich, weil da habe ich meine Mutter und bin wieder zu Hause und ja, dann treffen wir uns wieder. Das ist so, wir haben nicht ein normales Eheleben wie jeder andere. Wir wollen das nicht. Ich brauche meine Freiheit. Ich brauche mein eigenes Zimmer beim Schlafen. Das ist aber super, gell, Gottburger? Ja, das ist fast okay. Wir haben mal im Haus. Je weiter weg auseinander, umso besser verträgt man sich. Gell? Ja, das stimmt. Ja. Nein, da haben wir mal ein Haus gemietet, weil ich gesagt habe, jetzt möchte ich mal ein Haus haben. Ich möchte nicht mehr unter Hotels wohnen. Es ist schön, aber das ist mir langweilig. Und da war der Fernseher kaputt. Na, der hat durchgedreht. Da hat er gesagt, na, wenn wir ein Hotel hätten, dann hätte ich keinen unten anrufen. Dann wäre das Fernseher schon repariert. Ich mag das alles nicht. Ich will nichts haben. Ja, das schauen wir mal. Vielleicht. Und dann war das erledigt mit dem Haus. Dann haben wir das wieder dann, oder? Das hat alles weggeschmissen, was wir teuer gekauft haben. Mhm. Einfach für den Fernseher. Was macht denn der beruflich? Der hat drei Banken. So. Ja. Gleich drei. Viele. Ja. Aber die sind total bodenständig. Ja. Der Vater war auch schon so von ihm. Bodenständig und drei Banken ist gut. So ja, und ein Ingenieur. Die kommt aus dem Bankwesen, die ganz gut. Ja, passt. Da kennt das ja aus. Ja, das ist gut, ja. Aber man merkt es nicht. Also er mag das nicht so zeigen. Er hat es auch nicht gesagt so richtig. Was eine Range hat er auch? Eine Range in Oregon, ja, so groß wie Steiermark, so. Aber erzählst uns du irgendwas? Nein, wirklich, das stimmt wirklich. Ja. Ich glaube, das Leben ist oft noch skurriler als der ärgste Film. Also das glaube ich schon. Die beste Geschichte schreibt das Leben. Das glaube ich schon, wirklich. Daniela, und aber du bist quasi, also rein theoretisch, wenn der Mann stirbt, kehrt dir die Häupt... Also jetzt hat er noch zwei Brüder, hat er noch, die müssen zuerst sterben, aber die sind ja schon... Aber sieht ja nicht, das ist so schon Wir sind 75, zwei Brüder, das wird... Na, wie alt ist denn er? Er ist nicht so, er ist so 60, also nicht so alt. Was heißt so 60? Weißt du nicht, wie alt ist? Ja, das weiß ich genau. Der ist 57. Der ist so 60. Ich wollte ihm passen, den Namen, warum der Name stimmt. Er hat ja gesagt, ich muss Rennauto fahren. Das war die Voraussetzung. Bevor er mich eingeladen hat, hat er gesagt, wir tun jetzt Rennauto fahren am Nürburgring. Da habe ich gedacht, da muss ich durch, jetzt muss ich alles tun. Hilft alles nichts, ich muss alles tun. Und das ist egal. Und dann habe ich mich mit dem Nürburgring, sind wir noch 10 Stunden dorthin gefahren, mein Baden-Württemberg, eben mit schon Privatchauffeur, und dort habe ich müssen Rennauto fahren. Und alles Männer. Und dann habe ich 2 Stunden Einführung gehabt, wie das Rennauto funktioniert. Und dann sitze ich im Renner, dann haben sie gedacht, die muss als erstes fahren. Und dann sitze ich da drinnen und dann sagt er, jetzt Start! Und dann sage ich, ja, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Sag, sie waren ja jetzt 2 Stunden, da habe ich gesagt, ich nichts mehr gemerkt, ich bin so nervös. Wie geht denn das jetzt, dass ich wegfahren kann? Und Gas und Bremsen, und wie geht denn das jetzt? Und bin ich durchgefahren. Ja, man muss alles tun. Mit mir kann man ja alles machen. Wirklich. Du bist ja lustig. Das klingt so. Ja. Und unterhalten was ist euch? In Englisch, ja. Okay. Also er liebt das, dass ich nicht so gut Englisch spreche. Also er will gar nicht, dass ich besser Englisch spreche. Okay. Dann gefällt das so. Aha, das Natürliche gefällt ihm, das, was ich bin. Dann beim Heiraten, du hast eh geheiratet und nichts anderes gemacht, oder? Also, was meinst du? Also, ich habe nicht, dass du irgendeinen anderen Vertrag unterschrieben hast. Nein, also es gibt keinen Ehevertrag. Er hat gesagt, das tut er nicht, weil das ist Liebe und so, das gibt keinen. Okay. Ja, ist ja wohl. Schauen wir, das passt da, oder? Na gut, aber irgendwas ist schon kriegen. Gott, Burg. Ja. Irgendwas ist schon kriegen. Wir sind jetzt nur ein bisschen verwundert, ob dieser Geschichte. Also, das ist wirklich das ist großartig, wirklich oder? Ja, oder? Aber wir haben gedacht, vielleicht kennst du einen Schamanen, der die richtige Abfolge des Sterbens einfädelt. Nein, das will ich ja nicht. Das will ich ja nicht. Hat er die Mama schon kennengelernt? Ja, der war schon zu Hause, ja. Okay, also die ist einverstanden mit dir. Er ist sehr, sehr katholisch, also da haben sie sich nicht so gut verstanden. Wieso? Ist die Mama nicht katholisch? Nein, weil er hat gesagt, von der Seele, und meine Mutter hat gesagt, was ist das für eine Seele, wo ist die Seele, ich sehe keine, und da war er ganz fertig. Und er hat gesagt, ja,
Ja, warte, was wollte ich noch? Jetzt wollte ich irgendwas sagen. Irgendwas wollte ich sagen? Ja, jetzt wollte ich was gut sagen. Jetzt habe ich es vergessen. Nein, warte, ich habe dich gefragt. Ah, ja, meine Mutter war jetzt krank. Dann sagt er, ich soll den Pfarrer holen. Den Priester soll ich holen. Du hast dir die Kutze gegeben. Dass, wie er das gemeint hat. Er wollte nicht, dass meine Mutter stirbt. Er wollte eine Segnung oder irgendwie. Ja, ja, ja. Ich habe mir gedacht, das sage ich meiner Mutter gar nicht, dass ich den Pfarrer holen soll. Ja, einfach ist nicht, gell? Du, man kennt dich auch ein Stück weit aus der High Society, also so ein bisschen so mit Blitzlicht und unterwegs. Ja. Gefällt dir das? Das gefällt mir gut, ja. Ich bin ab und zu mit Herrn Lugner unterwegs. Mit dem habe ich ja. Der gibt mir die Tipps und Tricks. Was beobachtest du dort? Ja, das beobachte ich sehr viel. Darum brauche ich immer ein Medikament nachher. Das ist nicht zum Aushalten. Was beobachtest du? Nein, schlimm. Schlimm. Die wollen alle. Der Richard ist ein lieber Freund von mir. Ich mag ihn sehr gerne. Ist ein Gentleman. Aber ich möchte ihn nicht als Mann haben. Aber die Mädels da, die wollen den wirklich haben. Mhm. Wirklich? Nein, glaubst du? Ich glaub, oder lieben den oder so. Ich weiß es nicht. Ich mag ihn auch gern, aber... Und du merkst, wie sie sich gegenseitig das irgendwie... Gegenseitig, also mit Ellbogen. Die drängen sie da vor, dass man schlacht. Meine Lieben, wir werden in Kürze einen Mann kennenlernen, der manchmal...